Hallo und willkommen auf meinem Kanal und wundervolle Grüße aus Dinkesbühl. Ähm, hier ein Profilia von der Firma Eura. Ähm, gestern war hier noch ein wunderschöner Liner gestanden. Jetzt haben wir hier einen Profilia stehen. So schnell geht's. Der Liner ist fast fertig, da müssen wir nur ein Teil bestellen. Ähm, da war ein Wassertank nur, Kleinigkeit undicht. Und somit haben wir den jetzt einmal rausgefahren, wieder runter auf unseren Platz. Jetzt machen wir gerade hier den Eurer, weil auch der kriegt wieder ein schönes Programm. Ähm, was verbauen wir hier? Einmal Wechselrichter von der Firma WCS. Ähm, das ist der 2060, wo wir hier verbauen. Und dann natürlich unseren Ladebooster mit äh, den Sensoren einmal für Batterie, einmal für Lichtmaschine und natürlich äh, den T-Bus-Splitter, damit wir die zwei Sensoren sauber ansteuern können. Das sind Digitalsensoren, äh, damit die auch entsprechend die Temperaturen, den Booster sauber durchgehen. Dann eben die Kombi. Ähm, ja, was gibt's zu der Kombi zu sagen? Ich meine, da gibt's eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich meine, auf dem Götzein-Kanal äh, hat man ja schon genug drüber äh, gesehen und drüber gehört. Ähm, es ist eine Kombi, die viele Vorzüge hat. Ähm, wir verbauen die sehr gerne, weil sie halt gerade in der Leistungsklasse eine sehr, sehr zierliche, kleine, leistungsstarke Kombi ist. Die hat jetzt hier, so wie sie da liegt, 2000 Watt, 60 Ampere Ladestrom und hat natürlich noch eine Landstrombegrenzung und Netzvorrangsschaltung, Netzumschaltung. Und das ist natürlich schon eine Leistungsklasse in der Größenordnung, wo man überhaupt sich schwer tut, überhaupt sowas zu kriegen in der Größe, was es ja schon gar nicht gibt. Und dann natürlich noch in der Gewichtsklasse, das Ding wiegt, so wie sie da steht, äh, gerade mal 6 Kilo. Und die 3000er wiegt nicht mehr. Also die gibt's ja auch als 3000-200 Ampere Ladestrom. Und die ist auch nicht wirklich schwerer oder größer, sondern das ist das gleiche Gehäuse. Ähm, dann natürlich auch professionelle, schöne. Anschlüsse. Hier auch, äh, was ich ganz wichtig finde, ähm, die Kabel zu entlasten. Also das heißt, hier kann man die Kabel richtig schön fest durchführen, festklemmen, also eine Zugentlastung, damit hier die Kabelschuhe nicht dementsprechend ständig auf Zug sind. Genauso haben wir das hier bei den kleinen Anschlüsse. Hier haben wir dann noch den Anschluss fürs Display und äh, hier haben wir unsere drei Anschlüsse für unsere Verbraucher, Shortbreak-Ausgang, Netzeingang und Powerausgang. Das ist natürlich schon mega Geschichte. Sehr hochwertig, wenn man die verbaut. Und hier oben haben wir dann hier die drei Lüfter entsprechend, wo auch für genügend Entlüftung sorgen. Und wobei bei der Kombi ist das eigentlich echter Lachnummer, weil die wird gar nicht richtig warm. Also das ist Wahnsinn, die 2000er. Wir haben das selber mal ausprobiert, aber ich meine, da hat ja äh, der Götz in, in äh, Goch schon genug, äh, genügend Tests äh, vorgeführt, äh, auch was Temperaturen angeht. Äh, ich glaube, erst sein letztes Video hat das auch wieder gezeigt. Äh, da, da, da kommt keiner große Wärme auf, also die, die, die lacht über meinen Kaffee rauslassen oder irgend sowas. Da, muss, da entsteht gar nicht so viel und die kann auch weit mehr wie 2000 Watt und schaltet auch nicht gleich ab wegen Überhitzung oder Überlast oder sonstiges. Also das ist schon echt Hammer. Also das Teil kann ich nur wärmstens empfehlen. Also ich habe aus meiner Erfahrung raus noch kein vergleichbares Produkt, nur im Ansatz gesehen oder gehört oder auch in meinen Händen gehabt. Und da kann man alle anderen namenhaften Herstellern oder auch nicht namenhaft ganz egal hernehmen. Also in der Leistung, in der Klasse kann die Kombi äh, oder kann andere Kombis definitiv dieser Kombi kein Wasser reichen. Das ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz, die bauen wir jetzt hier ein. Ähm, hier haben wir aber besondere Schwierigkeit. Also da sind wir noch am Diskutieren und am aruieren, weil wir hier natürlich platzbedingt schon echte Probleme haben. Hier ist die Heizung verbaut, ihr seht es, darunter ist die Truma, da kann ich es nicht einbauen, weil das ist natürlich dann schon noch ein bisschen der Hausnummer zu groß. Truma läuft, Wechselrichter läuft, warm, warm ergibt noch wärmer. Also das wollen wir natürlich vermeiden, das tun wir hier nicht. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wo verbauen wir es, da es platztechnisch hier sehr eng zugeht. Sind wir hier eben gerade aktuell echt am gucken, wo wir denn die Kombi hier verbauen? Hier auf der Seite ist natürlich auch nicht so viel Platz. Hier haben wir den großen Wassertank. Und hier, da haben wir jetzt schon angefangen zu zerlegen, ihr seht es. Da haben wir natürlich hier die Netzumschaltung. Da müssen wir auch wieder gucken, dass wir den Kühlschrank und so weiter schön sauber ausschlaufen. Da unten sitzt nur ein kleiner Wärmetauscher. Und äh, dementsprechend ist die Kammer eigentlich auch sehr voll und auch sehr schlecht für einen Wechselrichter, weil wir hier natürlich echt Probleme haben. Weil auch durch die ganzen warmen, warmen Schläuche entsprechend ja, das nicht wirklich so glücklich ist. Jetzt habe ich noch eine Idee gehabt und da müssen wir morgen mal gucken, ob wir das verwirklichen, dass wir es hier hintersetzen, weil Gott sei Dank ist die Kombi natürlich auch wirklich sehr klein und zierlich und hier haben wir natürlich immer schön das Wasser, das ist ja nicht warm, sondern das ist ja immer schön kühl, dass man es hier an die Außenseite setzt, die Kombi, und hier noch ein paar Lüftungslöcher durchmacht, um... Hier noch Lüftungslöcher, damit die natürlich sauber Luft kriegt. Das wäre hier bei dem Fahrzeug eine gute Alternative. Denn ich möchte natürlich die Kombi immer technisch so nah wie möglich an der Batterie haben, an der Aufbaubatterie. Weil es nützt mir natürlich nichts, wenn ich die Ellen weit weg mache, weil umso größer die Entfernung, umso größer muss ich natürlich den Querschnitt wählen. Und ähm, die Batterie haben wir hier vorne sitzen. Gehen wir mal noch mal kurz rum. Ich habe hier die Batterie setzen. Die kommt natürlich raus. Da kommt nur Lithium-Batterie rein. Ähm, der Kunde hat sich jetzt für die äh, Bultron entschieden. Ähm, Bultron hat in der 160 Ampere-Stunden Batterie den Vorteil, dass sie genau die gleiche Größe hat wie äh, die Batterie, wo jetzt hier verbaut ist, und somit passen hier 160 Ampere-Stunden noch drunter. Und ihr seht schon, hier ist alles auch sehr eng, weil hier haben wir dann die ganze 12-Volt-Verteilung, hier hiervon die ganzen Sicherungen, Relais. Da ist nicht viel Platz, also das ist. Ja, und äh, jetzt kann man sagen, warum nicht auf der Beifahrerseite? Kann ich euch sagen, weil da auf der Beifahrerseite hat der Kunde eine, einen wunderschönen äh, dicken Subwoofer verbaut, ähm, wo er natürlich ein bisschen Bums nach oben haben möchte. Und ja, der sollte auch da bleiben, weil der Subwoofer auch nirgends anders Platz hat. Also ist auch dieser Kasten vergeben und somit haben wir nimmer allzu viele Möglichkeiten, aber wir werden das Problem lösen und ähm, da werde ich euch auf alle Fälle wieder ranholen, wie wir das gelöst haben, wie wir das gemacht haben und ja, da hole ich euch auf alle Fälle bei. Den Platz für einen Ladebooster haben wir uns schon mal freigeschaufelt, weil hier war das ehemalige Ladegerät und ähm, da passt natürlich wunderbar der Ladebooster rein, natürlich so dass die Lüfter schön sauber nach hinten gehen, ähm, damit er schön ablüften kann, können wir ihn hier seht ihr genau hier reinsetzen. Das ist perfekt, das passt genau. Ähm, wichtig ist halt nur, dass die Lüfter nach hinten gehen, damit er hinten durch das äh, Gitter vom, vom Sitz dann entsprechend auch sauber die Luft rausblasen kann. Jetzt spinnt wieder mal Gimbel die Luft lausblasen kann, damit er die Hitze wegkriegt, die entstehende. Das ist ganz wichtig und ähm, darum werden wir dann auch in die Richtung da verbauen und da sauber einsetzen in der Seite. Das ist ganz schickt, das werden wir hinkriegen. Ähm, mal gucken, vielleicht können wir auch hier das Ganze nochmal lösen und nur ein Stück nach, äh, weil hier haben wir ja noch ein bisschen Luft, dass wir das noch ein Stück rüber schieben. Aber ihr seht schon an der Thematik, was ich jetzt hier habe, was für ein Aufwand das hier an Umbauarbeiten dementsprechend sind, ist schon phänomenal. Also es, man hat schon immer gut zu tun. Hier haben wir dann wieder ein bisschen Panzertape, klar, weil hier der Pol plus natürlich schon wieder sehr, sehr nah an, an dem Gestell ist hier. Ne? Also ihr seht es, darum hat man hier ein bisschen Panzertape drüber gemacht. Ist jetzt nicht so glücklich, ähm, ja, aber ist halt so. Muss man schön aufpassen, damit nichts passiert. Ähm, hier haben wir das Massekabel, sehe ich gerade, genau, das liegt hier rum. Ähm, ja, hätte man auch ein bisschen einen größeren Querschnitt wählen können, aber gut, 12-Volt-Verteilung reicht. Man hätte es natürlich auch ablängen können, bloß ihr seht schon wieder, wie lang das ist. weiß nicht, warum man das so lang lässt, aber egal, das wollen wir auch ändern. Und werden das dementsprechend sauber verbauen und sauber ablängen, damit das alles ordentlich ist. Ähm, hier hat jemand äh, den Solarregler hingebaut. Ähm, den wollen wir natürlich hier vorne lassen, ganz klar. Nur wenn wir hier mal schauen, wie das mit den Kabel ist, ob wir die dementsprechend anders führen, was ich halt nicht verstehe. Die hätten wir jetzt auch hier ein bisschen in so Schlauchschutzleitung einbinden können, dass die da einfach so rumliegen. Finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Aber gut, das wird alles geändert und äh, sauber verbaut und ordentlich gemacht. Und jo dann haben wir hier den Ladebooster, dann haben wir hier die Lithiumbatterie, dann ist es, äh, da haben wir die Starterbatterie da sind wir von den Entfernungen äh, gut beieinander. Jetzt müssen wir eben bloß nur den Wechselrichter entsprechend einen Platz geben und anständig verbauen. Und dann gucken wir, dass wir natürlich die Querschnitte haben, weil... Wie gesagt, je weiter ich von, dem, von der Aufbaubatterie mit dem Wechselrichter weggehe, desto größer muss der Querschnitt werden. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil sonst natürlich dem Wechselrichter es nicht möglich ist, die Leistung aus der Aufbaubatterie zu verwerten und 230 Volt drauf zu machen. Und natürlich, da laufen Ampere ohne Ende, weil bei 2000 Watt kann sich jeder ausrechnen, wenn man da mal... An, an, keine Ahnung, nehmen wir jetzt einfach mal ein 1500 Watt Föhn, also da ziehen wir mal ganz schnell 90, 100, 110 Ampere ähm, aus dem Akku raus und wenn sich jemand mit Strom so ein bisschen auskennt, weiß er wie viel das 100 Ampere sind, also das ist schon eine Hausnummer ähm, ist nicht ganz ohne und von dem her sollte man schon die richtigen Querschnitte wählen, weil No, ein Elefanten kriege ich auch nicht durch ein Nadelöhr durch. Und das funktioniert natürlich dann auch mit dem Strom nicht. Jo, so viel zu Thema. Hier liegen auch schon die ersten fetten Kabel. Und was wir dann hier noch verbauen, ist, das habe ich euch schon mal vorgestellt, das ist das Supersense ähm, Füllstandsanzeiger. Machen wir hier jetzt im Frischwassertank. Der Kunde hat sich entschieden, nur einen zu verbauen im Frischwassertank. Macht ja auch Sinn im Frischwassertank, weil er natürlich sagt: Okay, wenn der Frischwassertank leer ist, dann weiß ich, mein Abwassertank muss auf alle Fälle auch geklärt werden. Weil recht viel mehr kann da ja auch nicht drin sein. Im Gegenteil, eher weniger. Und darum äh, hat er sich entschieden, einen zu nehmen für einen Frischwassertank. Sehr genaue Anzeige kann ich nur immer wieder empfehlen. Wir verbauen die äh, jetzt mittlerweile doch schon öfter. Und ähm, macht wirklich Spaß, weil da der Kunde halt wirklich eine effektive, exakte, genaue Anzeige hat, was genau aus äh, dem Tank rein oder rausgeht. Beim Befüllen interessant. Und also das macht richtig Laune. Wie das funktioniert, ist ein relativ gut durchdachtes Prinzip. Ähm, denn das funktioniert einfach mit, oder was heißt einfach, es funktioniert mit Luftdruck. Ähm, da wird hier der Schlauch entsprechend abgelenkt da unten hängt dieses dieses metallteil als gewichtsglocke unten dran und der schlauch wird dann oben am sensor dementsprechend angedockt und durch die Länge des schlauches die wird abgelenkt durch auf die tiefste Stelle und dann wird er da eingesetzt und dann hat man natürlich den Vorteil da muss man das ganze nochmal kalibrieren und bei steigendem Wasser klar wird natürlich der Rufdruck hier zusammengedrückt und somit äh, kann der Sensor das dann entsprechend genau rausrechnen und weiß exakt, was zu tun ist. Und ja, dann kann er die genaue Messung vornehmen. Das verbauen wir hier auch noch. Ja, und dann haben wir eigentlich schon alles bei dem Fahrzeug, ist ja doch eine Menge, ähm, was dann vonstatten geht. Und morgen haben wir auch noch mal einen Tageskunden da. Der kriegt ähm, mal ein bisschen was Untypisches, zwei AGM-Akkus mit ähm, ja, Ladegerät und äh, Ladebooster und entsprechend ähm, Batteriecomputer und so weiter. Jo, haben wir morgen auch wieder volle Hände zu tun, da freuen wir uns schon drauf und ja, dann haben wir dieses Auto noch zu tun und nächste Woche geht es auch wieder richtig zur Sache. Da haben wir auch wieder voll. Jo, in dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Das war jetzt mal ein kurzes kleines Video von uns aus Dingespül von einem schönen Eurer und. Bleibt's gesund. Ähm, leider ist das Wetter nicht so toll. Also, gestern musste ich auch beruflich unterwegs fahren. Also, das war schon, puh, da hat's richtig runtergeregt. Ähm, war schon richtig heftig. Ähm, drum, passt auf euch auf, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, weil die Gewitter heute und die Platzregen, was da alles runterkommt, umstürzende Bäume, ist nicht so ohne. Und vor allen Dingen, gerade wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, äh, waren ja doch ein paar Winde auch unterwegs. Also, Fahrt vorsichtig. Passt auf euch auf. Ganz wichtig. Und ich freue mich tierisch auf unser äh, Mika Weekend am 6., 7., 8., wo sich schon zahlreich äh, äh, Camper von euch angemeldet haben. Äh, Finde ich mega toll. Ähm, ich freue mich da schon richtig drauf. Hab äh, gerade auch noch mal telefoniert mit dem Camper Tobi. Äh, da haben wir auch noch ein paar echt tolle Leute, die da kommen. Da freuen wir uns schon drauf. Und also wenn ihr nur lust habt und wenn es euch reinpasst, ihr seid alle herzlich willkommen und ja, wir freuen uns. also macht's es gut. schöne grüße aus Dingespül. wenn euch das video gefallen hat, natürlich über einen daumen hoch. freue ich mich immer, wie auch über neue abonnenten. das ist natürlich so auch die bestätigung für das, dass man das, was man zeigt und tut, und da so der Herr redet auch Anklang findet und euch auch in eurer Findung hilft und ähm, euch interessiert. Das ist immer mir ganz wichtig, ähm, dass das nicht alles für, ja, soll ja nicht langweilig sein, also soll ja auch einen Nutzen haben. Also, dann, alles Gute, danke, bleibt gesund, bis bald, Grüße aus Dingesbühl, ciao, ciao.